konstruktive Kritik deinen guten PC. Hast du die Aufnahme am Laufen? Jetzt schon, ja. Also dein, wenn konstruktive Kritik, dann wurden PC war mit drauf. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Armin rastet aus. Nee, mit Tommy zusammen, bitte. Ja, nach der letzten Runde. Die waren es immer noch unter den Nase reiben. Also die haben... Alter, okay. Wir müssen aufpassen. Die haben Carrera, Autobahn. Die Carrera. Die Carrera Autobahn? Ja, es gibt eine extra Autobahn für Carrera. Die hat ein ziemlich gutes Aiming auch. Die hat mich einfach mal instant weggekillt. Mit einem Schuss. Während ich gefahren bin. Gefahren und gesprungen. Naja, ist ja beides. Ich nehme die Energie aus der vorherigen Bewegung ja mit. Einer ist oben draußen. Oh, das geht mir jetzt schon auf den Sack, ey. Hallo? Ach so, sie hat eine Kamera rausgeworfen. Wo hat sie denn die Kamera hingeworfen? Die Tür auf immer. Das ist, glaube ich, dafür weiß ich, dass mein Kumpel jetzt gerade aufs Maul kommt. Ich glaube, jetzt kriegen wir richtig hart auf der Fresse und machen einfach überhaupt nichts. Oh, hier ist ja offen. Nein, auf der Treppe! Die kommt mich holen! Hier, Armin, behind you! Ich krabbe raus. Ich weiß nicht, ob so hochkommt. Da muss ich ja... Habe ich sie gekillt oder nicht? Yo, schieß mich an. Ich habe sie angeschossen. Nice, also verletzt. Jetzt sieht man doch schön... Warte, ach nee. Er hat mich nicht angeschossen. Ah, es war doch ein Feind. Anyway. Ja, vor allen Dingen, ich habe da halt... Da, wo... Wie heißt sie mit ihren zusätzlichen Kameras? Valkyrie. Ja, genau, Valkyrie. Die ist ja nach draußen gegangen, hat die Tür zugemacht. Ich habe sie einfach schon angeschossen, während sie die Tür zugemacht hat. Hab die Tür wieder aufgeschossen. Sie voll unter Druck. Mein Kumpel steht, also unser Kumpel steht da am Fenster. Und ich komme von der Seite rein und dann nochmal von einem anderen Fenster auf. Also jetzt weiß man ganz genau, was ich meine, aber ich weiß, was ich gesehen habe. So, ist mir egal. Du weißt ja wenigstens, welches Fenster, welche Tür ich meine. Ja, ja, ich hab's ja fast gesehen. Also, ich hab die Schüsse gesehen. Ich hab gehört, wie Carrera, Valkyrie die Tür wieder zugemacht hat, beziehungsweise das Fenster. Ich hab mich schon gewundert, warum du da so gleich so reinballerst ohne Ende. Bäm, bäm, bäm. Ja, da waren zwei Stück drin, nämlich. Ach so. Und die eine hat mich hart getroffen, deswegen musste ich da irgendwie von der Ecke weg. Die hat mich da nämlich schon gerochen, was ich vorhatte. Ich habe nämlich da ganz einfach in der Ecke gewartet, so, yo. Gechillt. So, warte, ich warte noch auf die konstruktive Kritik. Ja. Die man durchaus reflektieren kann, aus der man was lernen kann. Ja. Kauf dir einen neuen PC. Ja. Geh einfach mehr arbeiten. Verkauf deine Arbeitskraft für einen höheren Wert. Okay. Ging noch relativ schnell. Zack, 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 zack. Ja, wir sind, wo sind wir eigentlich? Wir sind, oben, unten? Wir sind im Erdgeschoss. Also im Erdgeschoss der Map. Hallo? Des Wolkenkratzers. Ey! Hier ist eine Twitch-Drohne. Hier ist Ewigkeiten auf die Füße drücken. Ich hab nicht mehr meine Kappen reingekriegt. Ich mach mal hinten was auf. Jo, warte, ich leg da noch zusätzlich Kappen. Ja, toll, Tommy hat sich zugemacht. Nee, das nicht zumachen. Das ist sehr gut zum Offenlassen. Also, bin ich der Meinung. Machen wir mal eine Doppelfalle. Mal gucken, ob wir dann natürlich... Alter! Okay, Room 4-5. Scheiße. Was denn?
Ich habe keine gute Position. Ich auch nicht, Tommy, mach dir nichts draus. Ja, ich sitze neben dir, war gefühlt. Okay. Okay, gut, ja. Ja, komm rein, da ist der Kapkan. Ja, sorry. Oh, Bro, krieg dich. Entschuldigung. Die sind hier vorne. Nur noch ein Gegner. Ach, der lag hier unten. Ich hab ihn ganz gesehen. Boah, fuck, Alter. Gar nicht mehr durchgesehen. Alter, scheiße, ich hätte mir einen Kill holen können. Ich hab den aber echt nicht mehr gesehen. Egal. Geil versprochen, nice. Das war doch trotzdem schon wieder eine geile Runde. So. Alter, mit diesem geilen Visier von Glass ist der, finde ich, schon wieder ziemlich OP. Ich fand ja vorher schon geil. Und jetzt noch das ist irgendwie ein bisschen so, oh geil, seht ihr alle Gegner noch mehr. Ja. Hast du dir eigentlich Rauchgranaten mitgenommen? Stimmt. Ach, stimmt. Jetzt macht es ja total Sinn, die mitzunehmen. Ja, früher habe ich mich immer gewundert, warum ich die mitnehmen sollte, weil ich dann da selber nichts sehe. Ja, aber so macht es ja total Sinn. Er lässt es jetzt völlig OP. Finde ich eigentlich auch ziemlich sehr also, gut. Dann hätten sie lieber Rauchgranaten wegnehmen können und stattdessen, weiß ich nicht. Was kann ich noch geben? Granatwerfen. Ja, oder Cruise Missile. Hand Cruise Missile. Können ihn auch im Fatman geben. Ja. Also wir müssen ja nicht übertreiben. Wir können ja auch nur die Masse auf Bomb geben. Ich hatte mir mal dazu gab es ja mal die Drohnenaufzeichnung, wie diese Masse auf Bomb da in dieses Lager, der jetzt eingeschlagen ist. War IS oder war es Taliban? Taliban. IS, glaube ich. Nee, IS-Kämpferanz. Ich habe mir das noch gar nicht reingezogen. Alter. Also siehst es ja nur von oben. Aber ich weiß nicht, das ist schon ein gewaltiger Bums gewesen. Du siehst es halt nur richtig aufleuchten, dann musst du rausbraten, ey. Richtig übel, ey. Naja, die Amis wieder war. Naja gut, zivile Opfer gab's ja jetzt ja nun nicht. Ja, das ist das einzig Gute, wenn man das mal so bezeichnen darf. Ich bin jetzt eher gespannt, was jetzt Amis und Nordkorea so ein bisschen... Ja, ich habe da gerade eben gelesen, dass die Nordkoreaner den Australiern drohen mit einer Atombombe. Yay. Yeah. Drohen da jedem mit einer Atombombe, meistens. Ja. Was ich ja viel krasser fand, ist ja, oder viel lustiger und auch sehr bedauerlich auf eine Art und Weise, war dieser... Hast du dir den Raketentest mal reingezogen, den du durchgezogen hast? Wo das Ding mitten in der... Also beim Start schon explodiert ist? Nö. Weil, nicht. Keine Ahnung, das Ding ist abgehoben und dann fließt es. Ich glaube, es ist nichts passiert, aber war ein sehr... Ja, wenn die Atombombe dann auch noch hochgeht, dann haben sie einen Arsch offen. Ja, es war kein Atombombe. Einfach nur ein Raketentest. Oh, so. Gott. Wenn das so passiert, holy shit. Hey, ich bin hinter dir. Woo! Sehr gut. Was ist denn? Doch gerade einfach runtergebrochen. Ach, das ist Brand. Ich stell mich hier einfach unter den Dings. Also sie hat jetzt hier ein Fenster ran gemacht. Ah scheiße, wir haben keine Twitch-Drohne, sonst könnten wir es schon mal aufmachen. Ach, euch kann man so freuen. Schade. Jo. Nein, mach doch nicht auf. Ich will hier weg.
Scheiße, Mann, ich bin ja auch dämlich. Was geht denn da drin schon wieder ab, Alter? Ich gucke immer noch durchs Fenster und... Pass auf, da ist mindestens noch einer drin. Die Mira-Fenster sind alle offen, man kann reingucken. Ist denn hier die verfluchte Kamera? Ich glaube, es befindet sich hier einer in der Ecke. Hier ist immer noch eine Kamera. Wo ist die denn? Hä? Die verarschen? Ah, scheiße, ich wollte gerade durch die Küche reingehen. Ja. Mit dem Schild ist ja easy. Vor dem Plus-Mira-Fenster. Alt, okay. Gut, ich würde sagen, wir haben ziemlich crazy gewonnen. Das hätte ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Gefühlt 13 Minuten oder so, 14. Alles klar. Ich würde sagen, dies war eine weitere krasse Runde mit mir und Armin. Rainbow Six Siege, also haut raus, bis dann. Tschüss.